im Wasser stehen. Ich hab stehen gesagt. Lustig. Nee, wir sinken. Das ist natürlich wieder auch schöne Landschaft, ne? Wüste und davor normale Erde. Das ist. Hey, wir gehen gerade durch den Nil. Also, das ist der Nil. Da Gott, haben wir schon mehr Busen. Da hinten haben wir Sumpf. Mag ich nicht. Sumpf ist scheiße. Kannst du mal die Fresse halten? Klingt so niedlich. Es ist nervig. Aber niedlich. Was denn? Die Katze. Ich hab die gar nicht gehört durch die Musik. Wenn du mir jetzt hier reinscheißt, ich schlag dich. Nu. Voll auf die Tastatur. wir sollten mal wieder ein Nachtlager aufschlagen oder. Es würde zuschlagen. Ärger geben. Was zuschlagen? Auf den bösen Zuschlag. Ah, Minecraft Main Theme, Oblivion Main Theme. Oder? Nein. Ach, das ist die Kampfmusik. Scheiße. Bleibst du mal stehen, Junge. Jungchen. Wir sollten langsam wieder ins Bettchen gehen, weil Philipp ja Angst im Dunkeln hat. Ja. Was kann ich dafür, wenn der Angst im Dunkeln hat? Naja, wir können die Dunkelheit wegmachen. Wir müssen... Scheiße, Philipp ist ja ganz allein zu Hause. Wir müssen zurück. Nicht, dass er noch irgendwas Dummes anstellt. Feuer. Nein, ich meine eher... Los, Basti, wir bauen uns hier schnell ein Lager. Haben wir Hunde? Nein. Oh. Hier, Basti. Ja. Kann jemand die Fresse halten? Boah. Kannst du mal bitte schon mal ein Bett hinstellen wegen? So. Die Tür lassen wir jetzt halbwegs weise oft dort. Ist egal. Bäm, Snipe. So. Das wieder schnell abbauen hier. Wir gehen immer in die Richtung jetzt dort. Wie kommen wir wieder zurück? Ach, Philipp ist ja noch da, okay. Zur Not lassen wir euch alle in Stich und bauen hier weiter, okay? Hey. Hast du den Crafting Table noch? Fuck, den hab ich stehen lassen! Wirklich? Ja, ich hab den da hinten irgendwo stehen lassen, dort wo ich die Dings da gecraftet hab. Er hat gesagt stehen lassen. Nee, wir müssen mal ein bisschen Holz holen. Ja. Wir lassen ihn stehen. Und wir müssen vielleicht ein bisschen Fleisch braten. Ich habe nur 3 Brote. Und 2 Äpfel. Und Fliegenpilze. Ja. Die kann man ohne halbwegs weiter essen. Ah, hier ist ein Dings da. Hier ist ein normaler Pilz. Noch. Ja, Fliegenpilze essen. Tolle Idee. Dann kleine Kinder nicht nachmachen. Was denn im Real Life kann man? Einmal. Vielleicht. Na und? Aber man kann es essen. Man kann alles essen. Vieles aber nur einmal. Ich hol Clay. Hier hast du ein Boot. Wieso ein Boot? Na, weil wir ein Boot benutzen jetzt. Ich schwimme nicht den ganzen Weg. Ach, hier lang sollen wir. Sag mal, hast du eine Magge? Und jetzt zeige ich euch noch eine neue Neuerung. Oder beziehungsweise 2. Da haben wir diese Seerosen. Hä? Weißt du, wie alt bam, die schon sind? Bam, bam, bam. Sind die schon uralt? Ja, du kannst aber durch die Seerosen jetzt brettern. Das ist neu. Sag mal. Die gehen kaputt und nicht das Boot mehr.
Bam. Durch sie durch. Durch sie durch. Durch sie durch. Du stehst bei mir in der Luft. Hey, hallo Jesus. Wie geht's? Hä, wo bist du? Vor mir. Vor dir. Bist du, ne? Okay, ich habe einen Screenshot. Ach, da. Noch was. Das Boot lässt sich abbauen. Oh. Und zerbricht nicht mehr in seine Einzelteile. Hm. Ja. Okay. Habe ich schon gesehen. Habe ich schon gemacht. Bist schon gestorben. Nö. Noch mehr Dschungel. Okay. Ich hoffe, hier ist so ein Dschungeltempel. Der auch eine neue. Und dann haben wir gleich mal Sticky Pistons. Stinkige Pistons. Ah, nee, Sticky Pistons. Also klebende Bolzen. Kolben. Kolben gesagt. Oh mein Gott, Niveau. Wir verabschieden uns schon mal von dir. Genau wie von euch Abonnenten. Ich glaube, es wird nichts. Das sieht auch gut aus. Wo bist du? Eine traurige Musik. Ach, da bist du. Weil wir nie wieder den Weg zurückfinden werden. Ich habe mein Boot kaputt gemacht. Nie wieder. Hey, wie geht das? Ich bin angerammt. Oh, Noob. Das, da gehen jetzt wieder die Boote kaputt. Ey, das ist wie beim Autofahren. Gas und Bremse verwechselt. Du bist schlau. Ich hab blau und schlau gelöst. Blau und schlau? Blau und schlau. Boah, das ist so eine Sendung. Ja. Ich bin blau. Ey, gib mal was zu phrasen. Ich bin blau und bin schlau, wie geil ist das? Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Babadab. Jetzt kriegst du einen auf die Fresse. Das ging nicht. Ey, sag das noch einmal und du kriegst einen auf die Fresse. Oh. Ey, du sollst mir was zu essen geben. Tu es nicht, das ist eine Falle. Ich weiß schon, dass ich dir nichts zu essen gebe. Ich hab nur 18, ne? Was lasse ich denn hier? Was lasse ich denn hier? Was lasse ich denn hier? Was lasse ich mit 100% Rindfleisch. Ich lasse die Smaragd und das hier, okay? Ja, lass hier. Braucht man nicht. Nö, brauchen wir nicht. Nee, ich lasse den Cat Grabber hier. Nimm den Ofen dann mit, ja. Mhm. Lässt er eh stehen. Lässt er eh stehen. Stehen. Mit stehen gesagt, ja. Ich hab dafür keinen Platz mehr. Siehst du, hab ich so gesagt. Wieso haben Bagels eigentlich ein Loch in der Mitte? Das sind Donuts. Bagels aber auch. Was soll ein Bagel sein? Ein Brötchen, wie ein Donut. Ein Brötchen. Das ist so gesagt in Donut nur brötchenmäßig. Auch rund und ein Loch in der Mitte. Ich versteh's nicht. Das ist also scheiße. Du machst die Dinger warm, haust dort Nutella drauf und dann läuft die Nutella durchs Loch durch. Okay, das klingt jetzt extrem ekelhaft und falsch. So, das ist so scheiße immer, weil. Nee, Nutella im Loch, nee, das geht nicht. Das muss draufbleiben auf dem Ding, also. Dass die da noch nicht erfunden haben oder wenigstens unten zulassen und oben das Loch reinmachen, aber. Wir müssen komplett. Ach, ich lass den fucking Samen hier. Was? Genau. Was lässt du dort? In seine Samen. Ob du den denn nochmal brauchst? Den einen. Kann er sich wiederholen. Hatte wohl endlich davon, hä? Wo bist du? Sag mal, bist du schon weitergegangen, du Pisser? Nö, bin ich, ne? Wo bist du? Nirgendwo, ich weiß nur, wo ich bin. Irgendeiner wo? Schneeregion. Ja, du bist weitergegangen. Nein. Das war ein bisschen... Oh! Das war knapp. Wenn ich hier runterfalle, ich hab keinen Platz mehr für den Dings da, für den Ofen.
Ja, Philly, du hast schon gesagt, er lässt es sowieso stehen. Ah, ich lass die Blumen hier. Die Blumen sind... Nein, der Ofen ist wichtiger. Die Blumen sind wichtiger. Der Ofen ist wichtiger. Ah. Eine schöne Schlucht, die hier durch die Berge geht. Ich komme mit. Ich muss die Blumen da lassen. Die du bist gerade auch besser, oder? Die wirklich super aussehen hier. Diese Schlucht zwischen den Bergen. Warte doch mal, du Pisser. Und diese Schlucht, die ist gut zu bauen. Wo bist du lang? Du bist geradeaus weiter, oder? Na, durch so eine Schlucht durch. Also, ich bin immer geradeaus. Also, wir wissen, wie immer wieder zurückkommen. Immer geradeaus. Also, zurück, rückwärts. Und den ganzen Weg laufen wir rückwärts, ne? Also. Ja, oh, Creeper. Wie dass er jetzt denkt, dass man. Was heißt das denn? Nein, wir laufen rückwärts. Wir laufen dann rückwärts. Hä? Wird man durch Schnee langsamer? Nein, eigentlich nicht. Nee. Mittag, ich weiß immer noch nicht, wo du bist. Immer der Nase nach. Wenn du in der Schneeregion bist, sagst du es mir. Ich guck mich gerade hier auf den Berg um, aber ich sehe hier nichts von Schnee. Da musst du immer geradeaus, wo der Ofen stand. Wir werden den Weg nie wieder zurückfinden, deswegen ganz genau. Dann werden wir uns hier aufbauen irgendwo. Na, und in 5 Jahren sehen wir viel. Alter, sieht das geil aus. Was? Die Schlucht? Hier, so ein Überhang. So ein Überhang, da kommt Wasser dann raus. Ja, da ist Wiesenregion. Hoffe ich mal, dass da irgendwo ein NPC-Dorf ist. Oh, hier die Schweine, Alter! Die Schweine? Ja. Ich wollte gerade sagen, die Schweiz. Dachte, du wolltest gerade sagen, die Schweizer. Anstatt die Schweine. Nee. Aber vielleicht hier 12 Schweine vielleicht? Geschätzt. 12 Schweizer. 12 Schweine. Meeresrauschen, aber ich bin doch gar nicht am Meer. Sag mal, du kiffst nicht zufällig, oder? Das ist die Musik. Du kiffst nicht zufällig, oder? Ah, Schneeregion. Jetzt hat er sie gefunden. Nee, das kann ich mir nicht mit anhören, also. Nee. Ey, siehst du auch die fliegenden Eichhörnchen immer? Ja. Dann bis Mittag siehst du auch die fliegenden Eichhörnchen? Ja. Da bist du wie Philipp. Was, ich rede wie Philly? Nein, du siehst Sachen wie Philipp sieht. Was sieht Philly für Sachen? Alles bunt. Der hat sowieso einen Schaden. Ey. Vor Buntsehen halt. Das war Monsterdose, das habe ich am akustischen Klang gehört. Ja klar, das war keine Monsterdose. Scheiße. Es wird wieder Nacht. Ich dachte, das war bei Philly, also dann. Nee, meine ist schon drüben. Weil ich habe noch nie Monster getrunken. Ich schon mehrmals. Ich hatte jetzt wieder 2 gekriegt. Die Kühe! Bei meinen 7 Stunden Schlaf, die ich hatte, habe ich da so gebraucht gehabt. 2 Stunden Schlaf am Tag und das wär's, und dann noch bis nachts um 3 durch. Reicht das? Das kannst du wieder in der Schulzeit machen, aber nee, in der Ferienzeit. Wieso nicht? Wofür sind die Ferien da? Zum Zocken. Naja, sag ich doch. Siehst du? Ich hab's ausgenutzt. Ich hab vollkommen meine Zeit ausgenutzt. Ja, mit dieser Nachtmusik von Oblivion gehen wir in die Nacht hinein. Ach, Philipp hat es doch eh wieder Angst im Dunkeln. Warum stellen sich Kühe eigentlich immer in Bäume rein? Die spawnen Bäume. Ja, haben die nichts Besseres zu tun? Wollt ihr mich verarschen? Ich hab 44 Rindfleisch. Hey, wo bist du eigentlich? Weit weg von allen Imbissbuden. Das bin ich auch, aber... Was zur Hölle, diese Berge? Ich bin mal AFK. Ja. Gut, verpiss dich! Endlich ist er weg. Also, ich bin jetzt durch die Schneeregion durch. Jetzt haben wir eine Wiese. Eine Wiesenregion? Okay, da bist du gleich bei mir.
Kannst du stehen bleiben? Bau schon mal das Nachtlager. Ja, ich baue es ich baue es aber so, dass es keiner sieht, ja. Was denn? Will ich richtig tarnen, also so? Noch mehr Kürbisse. So richtig mit Blättern und so ein Scheiß, aber richtig so. Ich hab jetzt epische Kampfmusik und kämpfe jetzt episch gegen einen Zombie. Du kannst episch kämpfen. Gib mir mal, wo sind deine Koordinaten zurzeit? Mittag? Was denn? Ich habe ein NPC-Dorf gefunden dort hinten. Wo sind deine Koordinaten? Meine Koordinaten sind x1740, y98 und z-989. Da hinten ist 98. Da hinten ist ein NPC-Dorf. Wo ist Z?